Wunderschönen Vormittag hier vom Alten Markt in der Stadt Salzburg. Ich befinde mich vor dem legendären Café Tomaselli, wo heute wirklich ein reger Zustrom ist. Und ich habe hier einen Stammgast, der schon bald in der Früh hier war, um seinen ersten Kaffee zu genießen. Herr Himmelbauer, wie war das, nach 198 Tagen jetzt endlich wieder einen Kaffee im Kaffeehaus zu trinken? Endlich wieder. Es hat schon sehr, sehr gut getan. Ich habe mich schon sehr gefreut auf den ersten Kaffee nach so langer Zeit und war wunderbar. Dankeschön. Wie sind Sie da mit den Kontrollen zufrieden? Es wird ja beim Eingang schon kontrolliert, eben der, ob man getestet ist oder ob man genesen ist. Wie schaut das jetzt aus? War das irgendwie für Sie umständlich oder ist es das wert, dass man wieder ins Lokal darf? Also das ist die Gesetzeslage. Ja, das mag umständlich sein, aber die Freude auf den Kaffee hat eindeutig überwogen. Sie haben mir gesagt, Sie gehen jetzt dann arbeiten. Heute Mittag wieder irgendein kurzer Kaffeebesuch oder ein Restaurantbesuch? Am Mittag nicht, aber am Abend, selbstverständlich. Selbstverständlich, die Gastronomie hat mich wieder. Das heißt, Sie werden das ausnutzen, dass die Gastronomie seit heute wieder geöffnet hat? Absolut selbstverständlich, ganz, ganz klar. Lange genug gewartet, jetzt ist es endlich wieder soweit. Dann wünsche ich einen schönen Arbeitstag und einen schönen Abend natürlich wieder in einem Restaurant hier in Salzburg. Zurück ins Studio nach Wien.